Auf unserer Weiterfahrt passieren wir unter anderem die Seine und das Ganze machen wir mit einer Fähre, die da drüben schon steht. Allerdings verspätet sich die nächste Abfahrt ein bisschen. Das heißt, wir haben jetzt ungefähr eine Stunde Zeit und das bedeutet, dass wir jetzt erstmal unser Frühstück nachholen. Wir haben jetzt irgendwie 12.30 Uhr und ich lasse mein Handtuch hier vorne noch trocknen von heute Morgen, als ich duschen war. Und ja, lassen uns jetzt das Ganze hier ein bisschen gut gehen, bis die Fähre dann weiterfährt. Was empfehlen Sie heute auf dem Menü? Brot mit Butter. Wir haben auch noch eine frische Tomate und Käse. Und Kakao und Kaffee und Hundefutter, den der es ein bisschen herzhafter mag. Also, was will man mehr, ne? Ja, für allen, für jeden was dabei. Kommt vorbei, wir sind geöffnet. Wir haben geöffnet. You are my sunshine on a rainy day. You are the one who takes my breath away. In the vast skies of love, I'm free. As long Wir sind angekommen auf dem wahrscheinlich letzten Halt unserer Tour de France mit dem Käfer. Wir sind nämlich in Etretat und Etretat ist bekannt für seine wunderschönen Steilklippen. Und ja, der Campingplatz ist hier so, weiß ich nicht, die Angaben sind unterschiedlich, ja, 10 bis 20 Minuten zu Fuß vom Strand und der Stadt entfernt. Und ja, da gehen wir jetzt mal hin. Trotzdem nett irgendwie hier drin. Schön ruhig ist hier einfach gerade. Kein Mensch hier. Mega schön. Ich weiß nicht, ob die einfach alle zur ersten großen Plattform einfach laufen und die zweite so, ach ja, passt schon. Voll angenehm.
Wir haben jetzt hier noch die ganze Zeit in Etretat verbracht. Die Sonne ist untergegangen. Die Live-Musik, ich weiß nicht, ob ihr sie hört. Die wird gerade lauter gedreht. Wird einfach lauter gedreht jetzt. Jetzt geht hier die Party los. Es ist wirklich wunderschön hier. Tagsüber natürlich auch richtig voll, richtig Touristenströme. Aber das sagen wir ja sowieso immer. Bleibt einfach bis abends, bleibt bis zum... bis zum Sonnenuntergang. Dann lichtet sich das Ganze so ein bisschen. Die Leute gehen in die Restaurants, viele Reisebusse und so weiter und so fort. Sind dann ja auch schon weg und dann hat man hier noch eine richtig schöne Stimmung und ja, man sieht fast wirklich alles für sich allein. Genau, und die verschiedenen Farben, die dann natürlich einfach kommen. Es war richtig, richtig schön. Wir haben Zeitraffer gemacht und so. Also herrlich, wirklich. Nehmt euch die Zeit. Ja. Wir gehen jetzt langsam zurück zum Campingplatz, zum Käfer. Schlendern dabei noch ein bisschen hier an der Promenade und durch die Stadt und dann gucken wir mal, wo es morgen noch so auf dem Rückweg vielleicht hingeht. Nach diesem schönen letzten Abend sind wir jetzt schon wieder hier komplett zusammengepackt und für uns geht's weiter. Heute ist Sommer richtig heiß. Ja. Wir sind am Ölen ohne Ende. Das ist so krass, es soll jetzt nochmal eine richtig heiße Periode geben. Ich habe schon zu Hauke gesagt, das ist echt schade. Ey. Letzte Woche wäre schöner gewesen, wo wir so Regen und kalt hatten. Aber so ist das manchmal. Aber in Deutschland erwartet uns auch der Hochsommer. Ja. Für uns geht's jetzt also auf die letzte Etappe unserer Tour de France und dann sagen wir natürlich gleich noch was dazu, wie es weitergeht. Bisher hat Kalle ja wirklich sehr, sehr gut durchgehalten. Jetzt sind wir auf dem Rückweg ziemlich straight durch nach Deutschland. Und jetzt hatte ich plötzlich bei der Kupplung gar keinen Druck mehr. Ficker. Jetzt hatte ich bei der Kupplung plötzlich gar keinen Druckpunkt mehr. Und jetzt müssen wir erstmal gucken. Ich kriege keinen Gang mehr eingelegt. Erstmal gucken, woran es liegt. Vielleicht nur am Kupplungsseil. Aber mal schauen. Ja, ich hatte ja gehofft, dass es nur das Kupplungsseil ist, das eventuell gerissen ist. Das hätten wir auch dabei gehabt. Aber das sieht erstmal gut aus. Auch, also das betätigt auch, wenn man die Kupplung durchträgt. Das heißt, vielleicht dann doch eher was mit der Kupplung. Muss man noch ein bisschen weiter forschen. Ja, dann sind wir mal gespannt. Hauke hat jetzt den Pannendienst gerufen und ja, es ist ja immer so ein bisschen Glücksspiel, wo wir dann landen, weil ja auch die Frage ist, wie gut die sich so mit Käfer auskennen. Und eigentlich wäre es natürlich am allerschönsten, wenn uns irgendwie jemand trailen könnte. Es sind nur noch 550 Kilometer ungefähr bis nach Hause. Aber ja, das mit dem Trailen ist ein utopischer Wunsch. Deswegen heißt es jetzt erstmal Daumen drücken und müssen mal gucken, wo wir hinkommen und ob der vor allem ordentlich und sorgsam mit Kalle umgeht beim Abschleppen. Das ist ja irgendwie mein größter Wunsch. Scheiße. Should I get up? Should I get up and run? Stop it right before it had begun.
like you didn't care. A different kind, a different kind of love. A different kind, it was such a different kind of love. Ja, wir sind hier jetzt auf dem Hof des Pannendienstes und werden hier jetzt auf diesem Gelände übernachten. Und morgen gucken wir dann mal, wie es weitergeht. Heute Abend holen wir uns noch eine Pizza. Ne? Bitte? Heute Abend holen wir uns noch eine Pizza. Ja. Lassen es uns gut gehen, so gut es eben geht. Und schauen wir morgen, wie es weitergeht. Alles Kacke. Wir haben noch uns. Ah. Trotzdem blöd. Ja, die Nacht hier auf dem Abschlepphof war ganz okay. Wir haben okay geschlafen. Wir hatten gestern Abend noch ein bisschen recherchiert, weil die Werkstätten hier in der Gegend haben die Reparatur abgelehnt. Kann ich natürlich auch nachvollziehen. Irgendwie, man weiß nicht, was es ist. Es ist ein sehr altes Auto, mit dem sich hier niemand auskennt. Wir haben aber eine Werkstatt gefunden, ungefähr 45 Kilometer, na 43 Kilometer entfernt, die eben auf alte Käfer und alte VWs spezialisiert ist. Und wir haben jetzt gerade mit dem Pannendienst abgesprochen, dass sie uns da hinschleppen würden. Und dann genau, hoffen wir das Beste, dass sie uns da schnell reparieren können und wir weiterfahren können. Ja, und ansonsten müssen wir den Kalle nach Hause schleppen lassen. Nothing's easy, never is, but some love is haunted from the start. From the get-go to the final blow, yeah, you got a different kind of heart. You were a merry-go-round, I was the fire that burned you to the ground. We love like we didn't care. A different kind. Ja, wir sind jetzt in der Käferwerkstatt angekommen. Passion Winter, nee, Vintage, Passion Vintage Resti Concept hier in Frankreich. Und guckt euch mal um, wie geil ist diese Garage bitte. Also diese Werkstatt. Die restaurieren und machen alles selber, lackieren, haben eine Holzwerkstatt, Mechanik. Also richtig, richtig cool. Ich glaube, hier ist Kalle in guten Händen. Und ich hoffe, dass es schnell hinkriegt. Different kind was such a different kind of love. A different kind of love. Während die Mechaniker jetzt versuchen, den Fehler zu finden, haben wir versucht, was zu Frühstück zu finden. Und das ist gar nicht so einfach, denn die einzige Boulangerie, die es hier am Ort gibt, die hat laut Internet offen, die hat laut Aushang offen, aber in Wirklichkeit ist sie zu. Ja. Und das ist uns gestern Abend auch schon mit unserem Abendessen passiert, also das ist ein bisschen kurios hier. Ja. Aber die Mechaniker sind jetzt, wie gesagt, fleißig auf der Suche. Die haben uns auch gefragt, ob wir das Kupplungsseil als Ersatzteil haben. Das ist ja so mein Verdacht aktuell noch. Ich hatte ja gestern auch noch Zeit zu recherchieren, habe mich mit ein paar Leuten ausgetauscht. Das wäre so der erste Verdacht, das Kupplungsseil. Das sah zwar auf den ersten Blick noch gut aus, aber es kann halt sein, dass es einfach ein paar Sehnen gerissen sind und es sich dann einfach lenkt und nicht mehr genug Weg macht, um die Kupplung zu trennen. Ja, und eigentlich hätte Hauke auch gerne selber mal nachgeguckt, ja. Aber mit dem Wagenheber ist das wohl nicht so schön, sondern Hauke meint, aufbocken ein bisschen wäre ja, man kommt ideal. Halt schlecht dran, gerade wenn man dann wirklich arbeiten will. Der Mechaniker gestern, beziehungsweise der das Abschleppunternehmen uns abgeschleppt hat, der hat das sofort kategorisch ausgeschlossen und auch die Mechaniker hier waren erst so, nee, ist es nicht. Auf den ersten Blick. Aber wie gesagt, jetzt haben sie uns doch nach dem Ersatzteil gefragt und wollen es mal einbauen und gucken. Mal sehen, ob es sich bewahrheitet. Sehr schön.
Es geht mir jetzt nicht darum, Recht zu haben, aber das wäre halt auch die simpelste Lösung. Aber es kann natürlich immer noch trotzdem was Größeres sein, Ausrücklager oder Kupplung selber irgendwas zusammengepappt oder ausgeschleiert, verschlissen. Wir werden es gleich sehen. Wir wandern mal langsam zurück. Ja. Immer noch hungrig, aber mal sehen. Und es ist schon wieder brüllend heiß heute hier. Also richtig, unfassbar. Ja. Aber ja, wir gucken mal, vielleicht kommen wir dann doch noch heute zurück nach Deutschland. Wer weiß. Daumen drücken. Wieder, zumindest haben wir es schon, jetzt stehen wir gerade. Weil wir uns jetzt endlich was zu frühstücken besorgt haben. Es ist 15 Uhr und wir haben heute noch nichts gegessen. Stimmt. Aber Jana hat es gesagt, wir rollen wieder. Der Käfer läuft. Er und Jean-Michel von Westy Concepts bei der Werkstatt, wo wir waren, haben es geschafft. Es hat sich dann wirklich rausgestellt, es war das Kupplungsseil, das war noch nicht komplett gerissen, aber halt schon so, dass es sich gerissen hat und dann gelenkt hat. Und das Ganze dann nicht mehr aufreichte, um die Kupplung zu trennen. Und insgesamt, ja, wir waren jetzt, naja, 4 Stunden ungefähr da, beziehungsweise, naja, nicht mal 3,5, denke ich, insgesamt. Jo. Haben aber am Ende auch einfach noch gequatscht und haben jetzt, hätten 200 zahlen sollen, haben 220 gezahlt. Völlig in Ordnung für knappe 3 Stunden Arbeit. Ja, und die Spontanität auch einfach. Wir kamen an und die haben sich sofort drum gekümmert. Die, also, die haben alles andere stehen und liegen gelassen. Oh. Ja. Einfach super. Wir haben uns dort ja auch die Werkstatt angeguckt, haben wir ja eben auch schon was zu gesagt. Das ist einfach mega. Mega, die ist auch bestens ausgestattet. Lackierkabine, richtige Holzwerkstatt. Die machen Möbel selber für nach oder entsprechend alter Westfalia Konstrukte. Und die sahen wirklich, also ich habe gedacht, das wären Originale. Ja. Mega. Richtig cool. Ja, restaurieren halt hauptsächlich alte T2, viel, aber auch Käfer. Jana hat sich auch noch eine ganze Zeit lang, während ich noch Geld geholt habe, mit denen über deren Fahrzeuge unterhalten. Ja, die haben halt erzählt, ich habe halt gefragt, so vor wie viel oder wann die mit der Werkstatt angefangen haben, ob die, und warum überhaupt, ob die irgendwie eigenen Westfalia oder Käfer oder so hatten. Und vor 7 Jahren haben die damit angefangen und der, wie ist der R? Ja. Oder der hat nämlich ein Käfer Cabrio und zwar in Beige. Den haben wir als Geschenk bekommen. Im Grunde ist der das. Und der Jean-Michel, der hat einen T2. Wunderschön mit Campingausstattung und was hat einen und Käfer. Einen und noch ein Mofa, was er uns auch noch gezeigt hat. Also mega, mega cool. Und im Gegenzug in der Wartezeit habe ich auch so ein bisschen erzählt, ja, von unserer Reise, wo wir gestartet sind, wie lange wir jetzt unterwegs waren, wie weit wir überhaupt gefahren sind, wo wir waren und so. Die waren auch sehr beeindruckt. Also es hat auch Spaß gemacht und hat alles super funktioniert über den Google Übersetzer. Also ich habe eingetippt oder reingesprochen und er hat reingesprochen oder die haben reingesprochen. Also kann man nur empfehlen, wenn irgendwie Sprache eine Barriere ist, das damit mit dem Handy irgendwie zu machen. Das hat man ja eh immer dabei. Und insgesamt war es einfach nur ein Glücksgriff, dass wir jetzt zu der Werkstatt gefahren sind und dahin gekommen sind. Also hat alles super funktioniert und wir fahren jetzt weiter und ich klopfe mal aufs Lenkrad, dass uns nichts mehr passiert und dass wir jetzt gut durchrollen. Genau, und damit haben wir nur einen Tag Verspätung. Stay.
Too many to explain. You better come up with something smart to say. Cause I'm already, already on my way. I heard them whisper behind my back. I saw them glance in my way. I saw the look when his eyes met. Wir sind jetzt zu Hause angekommen. Es ist mitten in der Nacht, aber wir sind einfach heilfroh, hier zu sein. Wir packen jetzt noch ein paar Sachen aus und gehen dann erstmal schlafen. Und morgen früh erzählen wir euch dann noch, wie es weitergeht. Der Käfer ist jetzt inzwischen komplett ausgeräumt. Wir sind wieder zu Hause angekommen und auch das deutsche Wetter hat uns wieder. Heute ist ziemlich trüb und regnerisch, aber morgen soll es schon wieder deutlich besser werden. Ja, jetzt steht ja noch die Frage im Raum, ist das das Ende unserer Tour? Und ihr wisst es ja wahrscheinlich schon, nein, ist es nicht. Wir haben unsere Langzeitreise im Grunde genommen in zwei Abschnitte geteilt, nämlich den ersten, den wir jetzt bestritten haben mit dem Käfer, ungefähr 2 Monate lang die französische Atlantikküste zu entdecken. Und als nächstes werden wir dann mit dem Bulli weiterfahren, der steht schon da, außerhalb des Bildes an der Straße. Das heißt, wir machen den Käfer jetzt noch sauber, motten den dann ein und wechseln dann auf unseren altbewährten Wiggo, mit dem wir dann weiterfahren. Und wollen wir schon so eine grobe Richtung sagen, wo es hingeht? Ist ja eigentlich fast kein Geheimnis mehr, oder? Ja, es soll in, über den Winter in Richtung Süden gehen. Und zwar Richtung Südosten, Richtung Griechenland, eventuell Türkei. Mal schauen, wie sich das alles entwickelt. Und auch auf dem Weg werden wir sicherlich das ein oder andere zu entdecken wissen. Und da heißt es dann natürlich für euch, jetzt ganz schnell den Kanal zu abonnieren, damit ihr auch diese Entdeckung, dieses Abenteuer durch Europa und unseren zweiten Abschnitt unserer Langzeitreise nicht verpasst. Genau, jetzt machen wir hier alles ready. Am Bulli muss auch noch ein bisschen was gemacht werden. Ich würde sagen, Abo, Glocke und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann. Ciao. Ciao.